Was geht ab, meine lieben Zuschauer? Ich so, hä, was laber ich? Ich begrüße euch seit 6 Jahren. Hä? Was für Zuschauer, Digga? Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Falsches Licht an. Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und es ist ein cooles, spannendes, aufregendes Video, glaube ich zumindest. Ich war bei der Glow als Artist eingeladen. Den Vlog habt ihr ja schon gesehen. Und wenn nicht, werde ich ihn euch in der Infobox verlinken. Und habe eine Goodiebag geschenkt bekommen. Hammer cool. Die Goodiebags gab es auch für viele Besucher der Messe. Man hat dann einen Aufpreis zum Ticket bezahlt. Ich habe gerade online geguckt. Ich habe leider keine Infos dazu gefunden, wie die Ticketpreise sind, weil die Glow halt vorbei war. Aber man konnte ja normale Tickets kaufen. Dann konnte man welche kaufen, damit man sehr früh auf die Glow konnte. Dann welche mit Goodiebag und. Ich habe tatsächlich noch nicht reingeguckt. Ich weiß selber nicht, was da drin ist. Aber ich dachte mir, vielleicht ist das interessant für euch so. Die Glow ist die größte Beauty-Messe Deutschlands. Mal zu sehen, was ist denn in so einer Goodiebag drin. Und deswegen packen wir sie gemeinsam aus. Und ich bin selber sehr, sehr gespannt. Und das machen wir jetzt nach dem Intro. Digis, falls ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn gerne kostenlos. Alles, was in dieser Goodiebag ist, was ich nicht brauche, werde ich verlosen, in meine Verlosungskisten tun. Ich mache oft Gewinnspiele auf Instagram, auf TikTok, manchmal auf YouTube. Also es lohnt sich schon, mir zu folgen, aber nicht nur wegen den Gewinnspielen, sondern weil ich auch manchmal ganz cool bin. Und manchmal sind meine Videos auch ganz cool. Also Bro, drück doch gerne auf den Abonnieren-Button. Oh, guck mal, wow, von oben, wie heftig das schon aussieht. Guck mal, also die ist echt krass prall gefüllt. Also mal gucken, was da so für Sachen drin sind. Ich greife einfach immer random hier rein und bewerte dann die Sachen. Tschüss. Das meiste wird in meiner Verlosungskiste landen, weil Bro, ich habe so viele Sachen, weißt du, wie ich meine? Dann erfreue ich lieber meine Follower, aber tschüss. Eine L'Oreal Mascara, die Bambi Eye False Lashes Mascara. Schon heftig, also die kostet alleine schon 10 Euro. Dann hat sie noch ein Kajal dabei. Also finde ich sehr gut. Ich mache das mal wie bei meinen Adventskalender-Videos. Guter Haufen, doofer Haufen, mittlerer Haufen. Aber das erste, was ich hier rausgeholt habe, ist ein gutes Ding, weil Bro, ich bin auch gespannt, ob sie einfach nur Kacke in die Goodiebags reintun, die gefühlt niemand braucht, so, ne? Dann haben wir hier ein Pearly Cream Eyeshadow. Ich versuche jetzt natürlich die Sachen nicht zu swatchen, weil ich sie ja dann in meine Verlosungskiste packe. Aber das ist auch eine schöne Farbe, ein schöner Bronzeton tatsächlich. Wenn das jetzt so ein Kackgrün wäre oder blau oder irgendwas, würde ich sagen, okay, Bro, damit kann nicht jeder was anfangen. Aber ein Creamy Eyeshadow in Braun ist für mich eine coole Sache. Also auch guter Haufen. Dann von Catrice die Basic Bay, ich kann dieses neumodische Wort nicht. Bay, ja. Eine Eyeshadow-Palette, die kenne ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob die neu ist oder irgendwas. Sehr schöne Töne. Ich muss sagen, bisher die meisten Catrice-Paletten, die ich genutzt habe, fand ich nicht so gut von der Qualität. Vielleicht habe ich da auch komische Ansprüche. Die hier sieht aber von den Fännchen ganz gut aus. Vor allem sind das Farben, damit kann jeder was anfangen. Also das sind neutrale, schöne Töne. Deswegen so eine Eyeshadow-Palette ist halt super. Wenn es jetzt nur eine knallbunte, glitzerige schwarze wäre, schwierig, aber so neutrale Sachen. Allrounder-Produkt passt zu jedem. Dann Pflegefluid Liquid Wonder für langes, geschädigtes Haar von Langhaarmädchen. Langhaarmädchen hat extrem gute Sachen in der Drogerie, was Haarpflege angeht. Finde ich auch richtig, richtig super. Das Produkt hier habe ich tatsächlich nicht getestet. Das kommt für mich aber auch auf den guten Haufen und das werde ich behalten. Die anderen Sachen kommen an die Verlosungskiste, damit ich das mal testen kann. Aber solche Liquid-Sachen zur Haarpflege sind teilweise richtig, richtig krass. Also auch hier 4 Sachen und 4 davon sind bisher top. Dann haben wir hier von Real Techniques 2 Make-up-Eier. Hammer cool. Ich persönlich mag Beauty Blender mehr als Real Techniques. Aber ein schöner Make-up-Schwamm, auch etwas, was gefühlt jeder gebrauchen kann, finde ich auch sehr, sehr cool. Ist für mich auch ein gutes Produkt, kommt deswegen auch auf jeden Fall auf den guten Haufen. Dann haben wir hier von Judith Williams Anti-Aging Hyaluron Serum. Bisher fand ich die meisten Sachen, die ich von Judith Williams genutzt habe, nicht so gut. Aber sie hatte 1, 2 Make-up-Sachen, die mir gut gefallen haben. Hyaluronserum ist etwas, das können wirklich die meisten Hauttypen gebrauchen. Deswegen ist das für mich auch etwas, wo ich sage, guter Haufen. Weil wenn es jetzt zum Beispiel nur für Akne, für Leute wäre, die Akne haben, wäre ja der Kreis der Leute, die es gebrauchen kann, viel kleiner als einfach ein schönes Hyaluronserum. Deswegen auch hier ein gutes Produkt. Dann haben wir hier von Alverde festes Shampoo, Repair, regeneriert und stärkt. Für die, die mich kennen, ich habe mit Alverde nicht so heftig gute Erfahrungen. Die meisten Sachen, die ich bisher getestet habe, haben mir nicht so gut gefallen. Aber ich persönlich mag auch festes Shampoo nicht so gerne. Das sind halt meine persönlichen Präferenzen. Grundsätzlich ist es aber ein cooles Produkt. Ich packe es mal
in die Mitte, weil für mich persönlich wäre es nichts, aber es ist kein Scheißprodukt, sondern ein Shampoo regeneriert und stärkt, können halt auch viele gebrauchen, weil viele können regenerierende Sachen gebrauchen. Dann haben wir hier von Essence ein Brow Gel in der Farbe Braun. Ja, das ist halt sowas Farbgebundenes. Also ihr wisst ja, bei farbgebundenen Sachen bin ich immer so ein bisschen, ich weiß nicht. Weil was ist, wenn du blonde Augenbrauen hast, wenn du schwarze Augenbrauen hast? Braun ist zwar so ein Allrounder-Ton, der zu den meisten passt, aber trotzdem ist es irgendwie farbgebunden. Deswegen kommt das für mich auf einen doofen Haufen. Dann haben wir von Shebens Hanf Chili Out Augengel Pads. Kommt für mich auf einen guten Haufen. Ich mag Shebens, ich mag Under Eye Gel Pads super, super gerne. Ist für mich ein gutes Produkt. Dann haben wir Trockenshampoo von Baptiste. Ich habe persönlich gar keine Erfahrung mit Trockenshampoo, finde aber, also ich habe schon viel hiervon gehört, habe aber keine Erfahrung damit. Ich packe es mal auf den mittleren Haufen, weil ich habe halt keine Erfahrung, deswegen kann ich es nicht bewerten, weil ich habe noch nie, einmal glaube ich, habe ich Trockenshampoo benutzt. Ich glaube aber, es ist so ein mittleres Produkt. Dann haben wir hier so Nägel zum Raufkleben. Habe ich ein bisschen Erfahrung mit, aber nicht mit dieser Marke. Also, ja, Farbe ist okay. Kann schnell quietschig, komisch aussehen, kann aber ganz cool sein. Ich kenne die Marke nicht, habe keine Erfahrung damit. Ich weiß aber, dass solche Press-on-Nails manchmal echt cool sein können, wenn man sie richtig anwendet und vor allem richtig entfernt, weil sonst kannst du dir viel kaputt machen. Ich packe sie mal auf den mittleren Haufen. Dann haben wir hier Erfrischungstücher. Keine Ahnung von der Marke, kenne ich nicht. 10 Erfrischungstücher. Benutze ich nicht, benutze ich eigentlich auch nur, wenn ich irgendwie im Restaurant sowas mal dazu kriege und mit den Händen esse, was ich sehr selten dann mache. Ist für mich ein Produkt so, ja, ist okay. Kommt für mich auf einen doofen Haufen, weil kann ich jetzt nichts mit anfangen. Werde Lebensretterin, Hilfe für Leukämie und Tumorerkrankte, dass sie sowas reintun, finde ich auch sehr, sehr gut. Dann haben wir hier ein Lipgloss to Glow. Ein Lipgloss, in so einem sehr pinken Pink-Kram. Weiß ich nicht. Ist halt schon sehr pink. Ich trage nicht so viel Lipgloss und wenn nicht so eine Farbe, ist für mich jetzt doofer Haufen. Dann haben wir von Bio Vegan Skin Food SOS Anti-Pickel-Tupfer. Tatsächlich habe ich heute ein Video gedreht. Aufgebraucht Naturkosmetik. Die Sachen von der Marke, die ich getestet habe, fand ich nicht so gut. Wie das hier ist, weiß ich aber nicht. So ein SOS Anti-Pickel-Tupfer ist aber an sich ein gutes Produkt. Deswegen kommt es auf den guten Haufen. Und das werde ich dann auch behalten, um es zu testen. Hattige, alles andere, wo ich nichts zu sage, kommt halt in die Verlosung. Kiste. Feste Dusche, Sebamed, Pflegedusche, Mango und Ingwer. Okay, das behalte ich auch, weil Mango und Ingwer klingt sehr interessant als Mischung. Kommt für mich auf einen guten Haufen, Digga, Duschgel. Auch wenn es feste Dusche ist, kann man immer was mit anfangen. Dann so ein Babyriegel. Okay, hey, hat so Babyriegel eingepackt. Packt doch direkt große rein. Aber okay, der ist geil, weil ich mampf gleich. Ich habe nämlich ein bisschen Hunger. Kommt für mich auf einen guten Haufen, so ein kleiner Snack zwischendurch. Luvus Heilerde Naturkosmetik, Reinigungsmaske. Luvus hat teilweise echt coole Heilerde-Produkte und deswegen ist das für mich ein gutes Produkt, weil mit einer Gesichtsmaske macht man wenig falsch. Sebamed Wellness-Dusche entspannt die Haut, reinigt besonders mild, so eine kleine Reisegröße, Digga, Pflegedusche kann man auch immer gebrauchen, ist für mich auch ein gutes Produkt. Wir huschen hier schnell durch, aber es sind auch echt krass viele Sachen, yo. Judith Williams Niacinamid-Expert Gesichtspeeling, auch sehr geil. Also ich weiß nicht, wie das Produkt an sich ist, das werde ich auch behalten, weil das kenne ich tatsächlich nicht, aber sehr, sehr geil, für alle Hauttypen geeignet. Ist ein gutes Produkt, ist für mich guter Haufen, weil damit können wirklich fast alle was anfangen. Dann, so Nagel, eine Nagelfeile, zwei Nagelfeilen. Ja, so Babynagelfeilen finde ich, er geht so, kann man grundsätzlich gebrauchen, ist okay. Kommt so auf den mittleren Haufen. Oh, von Moi, von Stefanie Giesinger habe ich auch schon Sachen getestet, die haben mir teilweise echt gut gefallen. Auch Reinigungsschaum fand ich total chillig. Hier so ein Reinigungsschaum, ist ein super Produkt, kann jeder gebrauchen, ist für mich auch ein super Goodie, deswegen kommt das auch auf jeden Fall auf den guten Haufen. Essence Prime Moisturizing and Nourishing, ja. Ein Primer kann man auch immer gebrauchen. Auch so einer, der feuchtigkeitsspendend ist, ist natürlich auch nochmal eine coole Sache, als wenn er jetzt nur gegen Rötung ist oder so. Das wird ja wieder vieles eingrenzen. Mit Feuchtigkeit kann man sehr viel anfangen, deswegen kommt er auch auf den. Muss ich auch unbedingt mal testen, werde ich behalten, habe ich nämlich auch schon lange vor zu testen, habe ich schon sehr, sehr viel Gutes von meinen Followern gehört, auch von AirUp tatsächlich. Ich habe mit beiden Marken keine Erfahrung, aber das werde ich behalten und werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil klingt interessant, ist ein cooles Produkt. Das sind, soweit ich sehe, auch sehr viele Stände, die halt auch wirklich auf der Glow vertreten waren. Das ist dann natürlich cool, dass man so viel Goodies hat, weil Bro, das sind schon sehr viele Sachen. Festes Gesichtspeeling für normale bis fettende Haut. Peeling ist etwas, damit kann auch eigentlich jeder etwas anfangen, deswegen ist das schon eine
eine coole Sache. Ich habe mit festen Pflegeprodukten nicht so viele Erfahrungen tatsächlich, aber ich werde das mal ausprobieren. Und das hier kommt für mich auch auf einen guten Haufen, weil vielleicht bringt so eine Goodie Bag halt auch Menschen nochmal feste Produkte näher. Das muss man halt auch bedenken. Nehme ich auf jeden Fall mit, ist für mich guter Haufen, weil kann jeder mit was anfangen. Deo-Stick, guter Haufen, Deo kann jeder gebrauchen, gut durchdacht. Auch viele Originalgrößen, die hier drin sind, muss ich sagen, finde ich auch echt krass für so eine Goodie Bag tatsächlich. Lippenpflege, Kokosnuss, ich benutze nicht so oft Lippenpflege, aber mittlerweile benutze ich sie öfter, früher habe ich sie nie benutzt. Ist für mich auch ein gutes Produkt, kann man was mit anfangen, Lippenpflege, Full-Size-Produkt, so, warum nicht. Dann noch eine Catrice 5-in-a-Box Eyeshadow-Palette, auch mit schönen, neutralen Farben, mit denen wirklich viele etwas anfangen können, ist für mich auch ein super Produkt, auch für so eine Goodie Bag. Farben, damit kann einfach jeder was anfangen, egal ob Make-up-Anfänger, Profi, das ist halt besser als total funky und sowas, finde ich auch super. Deswegen guter Haufen. Maybelline Dip Eyeliner. Ein schwarzer Eyeliner ist für mich auch etwas. Wenn er jetzt grün oder blau wäre, würde ich sagen, aber schwarz, das ist auch so ein Allrounder-Produkt. Damit kann jeder was anfangen. So. Und deswegen ist das für mich auch ein guter Haufen. Judith Williams Concealer. Aber Bro, ein Concealer ist doch farbgebunden. Hä? Was ist, wenn man jetzt voll helle oder dunkle Haut hat? So. Ja, könnte sogar passen bei mir. Aber wenn man super hell ist, passt die Farbe nicht. Kommt für mich auf den doofen Haufen. Concealer, okay, ist eine coole Idee, aber so, ja, farbgebunden ist ja schwierig. Jemand, der super dunkel oder super hell ist, kann ja nichts damit anfangen. Lavera Make-up Setting Spray. Ein Setting Spray ist auch ein Produkt, mit dem man sehr viel anfangen kann, was sehr, sehr nice ist. Deswegen behalte ich das auch. Das behalte ich. Weil das habe ich noch nicht zum Testen und euch zu berichten, wie es ist. Aber Make-up Setting Spray ist auch ein Produkt, damit können einfach die meisten etwas anfangen. Weißt du, wie ich meine? So aus meiner Sicht jetzt. Deswegen auch guter Haufen. Ja moin, wir huschen richtig schnell durch das Video durch, yo. Hier sind Haribo Fruchtgummis. Mit diesem Stammzellenspenderin werden. Werbung finde ich auch gut. Das finde ich auch guter Haufen, so ein bisschen auf sowas aufmerksam machen. Und als letztes, süße Kronen, Biotin. Süße Kronen, ja, also so Gummibärchenkram mit Biotin, dies, das und so halte ich nicht so viel von Bro. Habe ich aber auch nicht wirklich Erfahrung mit. Aber an sich, ich sehe hier einfach Schaumzimmer, Fruchtgummikronen, was zum Naschen, ist für mich guter Haufen, kann man was mit anfangen. Und als letztes hat man natürlich diesen Beutel von der Glow, das ist halt natürlich auch richtig, richtig nice. Und damit können ja auch viele was anfangen. Das ist ja auch ein bisschen so Trend mit so einem Taschenturnbeutel und so. Aber ich zeige euch jetzt mal die Haufen und nochmal alles, was drin war. Und das ist schon heftig. Das hier ist der doofe Haufen, Digis. Also das sind halt farbgebundene Sachen. Sachen, wo ich sage, okay, damit kann nicht so viel jeder was anfangen. Dann haben wir hier den mittleren Haufen, wo ich sage, ja, ist okay. So geht klar. Und dann haben wir hier überall die guten Sachen. Also ihr seht, ich habe wirklich den meisten Teil der Sachen wirklich sehr gut bewertet. Es sind Full-Size-Größen. Es sind Produkte, die zu den meisten passen, die für die meisten interessant sind. Also sehr, sehr interessant. Ja, okay, das war jetzt viel interessant, yo. Ich muss sagen, mir gefällt der Inhalt der Goodie Bag sehr, sehr gut. Also das sind schon heftige Produkte. Das ist auch ein echt hoher Warenwert von der Goodie Bag, muss ich tatsächlich sagen. Originalgrößen finde ich super, weil es jetzt, wenn es jetzt nur voll mit Proben wäre, würde ich sagen, schwierig. Wirklich super Allrounder-Produkte, die einfach zu vielen passen. Eine schöne, gute Auswahl an Make-up und Pflege. Dann noch ein bisschen Naschi und so. Also ich muss sagen, das ist eine echt coole Goodie Bag. Und ja, wer weiß, ob ich bei der nächsten Glow dabei bin, ob dann wieder eine Goodie Bag ist, dann zeige ich sie euch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Inhalt von der Goodie Bag findet. Falls ihr irgendwo die Preise findet, schreibt es mir auch sehr gerne. Ich habe nämlich tatsächlich gerade geguckt, aber ich habe nichts gefunden, was ein normales Ticket kostet, was eins mit einer Goodie Bag kostet, um die Differenz auszurechnen und, weil das ist jetzt leider weg, weil die Glow ja vorbei ist. Aber Digga, wenn du 13, 14, 15, 16, 20 bist, du freust dich doch über so eine Tasche. Du hast ja alles dabei. Also krass. Ist auch meine erste Goodie Bag tatsächlich von der Glow. Ich habe da jetzt keine Referenzwerte, wie es sonst so ist oder so. Die hier finde ich aber sehr gut. Ich finde, es ist ein toller Inhalt und ich bin sehr gespannt drauf, was ihr mir in die Kommentare schreibt, wie ihr die Sachen findet. Und das war's dann auch an dieser Stelle. In diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen. Und auf Wiedersehen.